Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, heute ist wieder zusammen Bastelzeit und die liebe Steffi hat ein kleines Zine gebastelt und diesmal hat nur eine liebe Kreative mitgemacht außer mir und da habe ich gedacht, suchst du nur noch zwei andere liebe Kreative, wo du ein Tutorial nachbasteln kannst und das zeige ich euch jetzt. Und anfangen werden wir mit der lieben Patricia. Patricia hat auch einen Bastelkanal, den verlinke ich euch in der Infobox, besser gesagt das Tutorial, was ich nachgebastelt habe. Die liebe Patricia hat eine Spinne gebastelt, die sich so hoch und runter bewegt und da ich ja mit Spinnen und so, das ist nicht so ganz so meins, habe ich, was könnte es sein, ein kleines Nesselinchen gemacht. Juhu. Und es springt schon runter. Zack. So, ein bisschen die Fühlerchen wieder rausmachen. So, kann man das hier anfassen. Und dann kann man das hoch und runter wippen lassen. Geht aber auch von alleine. Ich finde das drollig. Ja, das ist ein Achteck mit gefalteten Streifen. Dann ein bisschen Stoff habe ich drauf geklebt. Hier habe ich einen Kreis genäht. Da habe ich ein bisschen Füllwatte reingetan. Hier ist ein bisschen Spitze dran. Die Äuglein, Mund und die kleinen Kawaii-Bäckchen. Und dann hier noch so die kleinen Tentakeln habe ich so mit Wolle gemacht. Und dann kann man das hier anfassen. Und dann kann man das auch hoch und runter wippen lassen. Ich finde das süß. So ein kleines Nesselinchen. Man kann auch Qualle sagen. Ich mag Nesselinchen lieber. So, das war das Nachgebastelte von der lieben Patricia. So, dann geht's weiter. Mit der lieben Steffi, da habe ich ja schon gesagt, sie hat eine Zine, also ein kleines Heftchen gebastelt, das hat sie so gefaltet. Die Faltidee fand ich super, also es ging wunderbar, ganz einfach und man kann ein kleines Heftchen wunderbar gestalten. Meins sieht so aus, hier habe ich so ein bisschen Motivpapier genommen, das so ein bisschen wie Wellen oder Wasser aussieht. Hier ist meine kleine Meerjungfrau, hier so ein bisschen durchsichtige Halbperlen. Hier steht er noch für dich. Und hier oben drin sind zwei Tags. Und an den Seiten sind auch noch Tags drin. Und zeige ich euch dann mal rasch. Hier ist einfach so ein Schleifchen. Das habe ich hier hinten festgeklebt. Hier hinten ist auch noch mal ein bisschen Spitze dran. Und dann habe ich hier so Papier genommen, das so aussieht wie eine Wand oder wie Sand. Ich weiß es nicht. Könnte auch Sand sein, ne? Und dann habe ich überall ein bisschen Washi-Tape reingeklebt. Und da kann man dann was reinschreiben oder auch kleine Bildchen reinmachen. Hier ist dann noch so ein kleiner Tag, der hier drin ist. Da ist dann auch Spitze dran. Hier sind nochmal Washis überall so ein bisschen reingeklebt. Hier ist auch noch ein Tag und da ist so Wolle, habe ich Wolle rangeklebt, die so ein bisschen puschelig ist. Ja, und wie gesagt, für kleine Passfotos. Habt ihr es auch früher gemacht? Wir haben früher Passbilder getauscht und gesammelt von Schulkameraden oder von jemandem, den man im Ferienlager kennengelernt hatte. Ich hatte eine ganze Menge kleiner Passfotos. Die würden hier schön reinpassen. Passt. Hier nochmal so eins. Und dann ist hier noch eins drin. Noch so eins mit der Spitze. Ja, und am Ende sieht es dann so aus. Oh, hier habe ich was vergessen. Aber das ist sowieso ein bisschen eng. Ja, das ist mein kleines Mini-Heftchen nach dem Tutorial von der lieben Steffi. So, binden wir es mal wieder zusammen, dann sieht es ein bisschen hübscher aus. Hier habe ich einfach, mache ich einfach eine Schleife rein und dann passt das schon. Ist ein bisschen friemelig, aber es geht. So, kleines Schleifchen, auch sehr hübsch, finde ich.
So, und dann habe ich noch von der lieben Caro etwas nachgebastelt. Und zwar hat sie mal einen Regenschirm so gefaltet. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen, so maritim. Und da habe ich gedacht, sowas machst du auch. Das wolltest du schon ganz, ganz lange basteln, so einen Schirm. Und dann ist das doch jetzt die allerbeste Gelegenheit dafür. Ja, und mein Schirm sieht so aus. Da habe ich einfach A4 Papier gefaltet bei einem Zentimeter und dann habe ich hier noch ein kleines Stück mit reingemacht, damit man hier nicht so die Falz hat an den Seiten. Deswegen habe ich das mehr hier hinten gemacht und dann habe ich hier ein bisschen Spitze reingeklebt. Da habe ich so ein bisschen mit Band, habe ich die Spitze oder den Stoff zusammengezogen, damit er ein bisschen rüschig wird. Dann habe ich hier so ein bisschen Wellen reingeschnitten. Das ist hier ein Essstäbchen, was ihr hier seht. Und da habe ich ein bisschen hübsches Papier rumgewickelt. Hier ist noch ein Glitzerstein. Und hier sind auch noch drei Glitzersteinchen. Das ist so mehr so ein, ja, wie so ein Diamant. Ja, und dann habe ich meine Blümchen hier raufgeklebt, die ich gehäkelt habe. Und meine Blätter, wie die entstanden sind. Das habe ich ja auch in einem Video gezeigt. Das kann ich euch gerne noch verlinken, wenn euch das interessiert. Ja, und hier unten wiederholt sich nochmal das Papier von da oben. Und wenn man möchte, kann man sich hier noch eine Schlaufe ranmachen, damit man das anhängen kann. Oder man stellt es sich hin und lehnt es an die Wand oder woran man auch immer etwas anlehnen kann. Ja, das ist der nachgebastelte Schirm von der lieben Caro. Ja, und nun kommen wir zu meinem neuen kleinen Tutorial. Und zwar rutsche ich mal hier ein bisschen nach da. So. Und dann rutschen wir hier ein bisschen hoch. Und zwar habe ich Hexenbesen gemacht. Kleine Hexenbesen und kleine Hexenhüte, die ich hier rangesteckt habe. Mit einer Stecknadel habe ich sie hier ein bisschen fixiert. Man kann es auch ankleben, aber ich wollte es gerne, dass man es abnehmen kann. Dann kann man den Stiel, ja, dann kann man den Besen einzeln verwenden und den Hut vielleicht auch. Und wenn nicht, kann man sich ja auch hier festkleben und dann hat man eine Kombination aus Hütchen und aus Besen. Ja, das ist mein Prototypchen und den machen wir anschließend. Der ist ein bisschen buschiger, der ist ein bisschen zarter und da ist mehr Power hinter, glaube ich. Dim, 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 dim. Ja, und das Hütchen hier. Ja, das ist einfach, einfach, einfach. Sind einfach drei so Schaschlikspieße, die ich durchgeschnitten habe. Und die habe ich mit Wolle umwickelt. Hier habe ich einfach Wolle um die Hand gewickelt, durchgeschnitten und dann festgebunden. Und hier habe ich ein Hütchen aufgemalt und dann habe ich es einfach gefaltet. Nach vorne, dann wieder nach hinten, wieder nach vorne, wieder hinten, damit es ein bisschen plastisch wirkt. Ich finde, das ist eine sehr schöne Idee. So ein bisschen plastisch die Mützchen, die Hüte. Das finde ich sehr schön. Ja, das ist dann mein Beitrag diesmal. So ein bisschen an die Walpurgisnacht erinnert, an den Hexentanzplatz. So, wir machen das ein bisschen hier hin. Dann können wir das so machen. Ja, so gefällt es mir. Ja, dann bedanke ich mich bei den drei lieben Kreativen, die so schöne Tutorials gemacht haben. Würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr bei den anderen lieben Kreativen vorbeischaut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch inspiriert fühlt von meinen kleinen Besen und von meinen Hüten und sie vielleicht nachbastelt und mich dann mit meinem Namen Hashtag Christine Kreativ verlinkt, damit ich es sehe. Oder ihr schickt mir die Bilder per E-Mail oder auf Facebook, Instagram, wo immer ihr wollt. Ja, und wenn ihr einen tollen Bastelkanal habt und Lust habt, bei uns mitzuwerkeln, in der Gruppe zusammen basteln, seid ihr ganz herzlich eingeladen.
Wir machen einmal im Monat ein Video. Da basteln wir mindestens drei Sachen nach. Wenn drei Leute mitgemacht haben oder wenn fünf mitmachen würden, dürfen wir fünf Sachen nachbasteln oder auch nur drei, wie man möchte. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr daran Interesse habt. Und dann zeigen wir die Dinge als kleines Kraftupdate wie jetzt und machen noch selber ein kleines Tutorial, das dann nachgebastelt werden kann. Ja, nun bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch. Oh, hier liegen Fäden rum. Ist ja blöd. Macht ja nichts. Ja, das ist immer so eine Sache bei mir. Es muss alles ein bisschen ordentlich sein, wenn ich das präsentiere. Ansonsten ist es nicht so schlimm. So, nun bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.
Thank you.